Leutmann und Frank Buschmann. Und das war der Anpfiff. Die Begegnung läuft. Wir freuen uns auf 90 Minuten hoffentlich tollen Fußball. Und wie immer vor dem Spiel stellen wir uns die Frage, jetzt ist er vorbei. Okay, das war eine Abseitsposition, aber trotzdem, so frei darf der eigentlich gar nicht an den Ball kommen. Hey, 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 da bin ich mir aber überhaupt nicht sicher, ob das Abseits war. Oh, 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 ganz, ganz enge Geschichte. Er will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn? So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Ja, der Pass kommt an. Ja, aber er kann den Ball nicht festhalten. Freistoß. Das hätte ein sehr gefährlicher Angriff werden können. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Und Achtung, genau hingeschaut. Ja, das könnte was werden. Meine Güte, wie knapp da. Heide Witzka, den habe ich drin gesehen. Mesut Özil jetzt. Jetzt sind die anderen alle vorne. Chomp. Und damit ist der Konter erstmal gestoppt. Mesut Özil jetzt. Eine gewagte Nummer aus dieser Entfernung. Ja, vielleicht war die Entfernung doch zu groß. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Und weg ist der Stürmer. Der Cristiano Ronaldo seine Dribbler-Künste aufblitzen. Die Abwehr hat keine Chance und der Ball ist im Netz. Faszinierend, einfach nur faszinierend, ihm dazu zu schauen. Manchmal ist das wie von einem anderen Stern. Wir können festhalten, Real Madrid führt zur Pause. Dani Alves. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Das sieht gut aus. Das ist viel zu passiv. Toll, wie er das macht. Und... Oh! So langsam muss es bei Ihnen aber Klick machen, dass das ein ganz gefährlicher Spieler ist. Der hat ja schon zweimal getroffen. Ja, das ist ein ganz, ganz klarer Torwartfehler, hier deutlich zu erkennen. Und den kann er festhalten, muss er aber. Und dann ist das natürlich eine Pflicht. Pepe. Cristiano Ronaldo. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Ein wunderschönes... Und jetzt hat er frei. Callejón löst sich vom Gegner. Jetzt haben sie viel Platz in der Mitte. Die Entscheidung des Schiedsrichters ist klar. Er muss Abstoß geben. Ball war im Tor aus. Khedira. Ich sag's ja immer, das Spiel ohne Ball ist immens wichtig. Sicher in der Ballbehandlung. Und mit dem Kopf hat es gemacht. Oh, den hat er verzogen. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Mesut Özil jetzt. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Toller Pass. Kopfball. Mit dem Kopf. Kopfballchance.
Der Ball war im Tor aus, Eckstoß für Real. Und der Ball ist drin. Er spielt mit Köpfchen, der macht einen Kopfball. Wie gemacht. Für den Torhüter geht da gar nichts. Es lohnt sich, an Standardsituationen zu arbeiten. Wer sich zur Pause schon drei gefangen hat, der hat ein Problem. 3:0 der Halbzeitstand. Okay, sie haben die drei Punkte im Sack, aber wir hätten gerne ein bisschen mehr Spannung gehabt. Ja, das ist ja unglaublich. Also das ist ja wirklich mit das Schlechteste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Di Maria. Und schon wieder eine Grätsche. Das ist die Möglichkeit. Jetzt ein Konter. Und der Torwart darf jetzt abstoßen, nachdem der Ball ins Tor ausging. Di Maria. Zweikampf um den Ballbesitz. Nun hat Real Madrid den Ball. Jetzt sind die Angreifer auf der Suche nach einer Lücke in der Abwehr. Das gibt Freistoß und vor allen Dingen tut sich eine schöne Möglichkeit auf. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel, den Schuss abgeblockt. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Und da landet er beim Gegenspieler, der Pass von Cristiano Ronaldo. Di Maria. Es ist der Punkt. Jetzt dranbleiben. Jetzt noch ein Tor. Und dann plumpsen die Steine von den Herzen der Fans. Cristiano Ronaldo. Ein perfekter Stürmer, das siehst du hier in jeder Phase des Spiels. Absolut überragend. Für mich wirklich der Spieler hier in dieser Partie. Das scheint mir eine große Liebe zu sein zwischen dieser Mannschaft und den Fans. Und ich kann diese Liebe nachvollziehen, denn die spielen richtig gut und natürlich geht die Atmosphäre da hoch, gehen die Fans mit. José Callejón. Gut gesehen, Vorteil für Real Madrid. Und das macht er richtig gut. Schuss und... Da bahnt sich eine Chance für Real Madrid an. Und jetzt starten sie einen Konter. Sich der Trainer. Mesut Özil jetzt. Stark gemacht. Und was macht jetzt der Schiedsrichter? Ja, so kann es weitergehen. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Da Silva. Dani Alves. Ganz sicher hat er das gemacht. So kennen wir ihn, den Cristiano Ronaldo. Der hält auch aus der Ferne drauf. Der Gegner sollte nicht darauf bauen, dass er eine Kopfballmöglichkeit. Und er ist drin! Er scheint sich einiges vorgenommen zu haben für die Partie. Das war schon sein zweites Tor im laufenden Spiel. Ja, das war wunderschön. Toller Eckball und ein tolles Tor. Gute Ballannahme. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Tor!
Der Gegner ist am Boden und sie treten weiter munter drauf. Aber es wird ihnen ja auch total einfach gemacht. Das gibt's doch gar nicht. Meine Herren. Und das umzubiegen, da musst du schon ein Meisterbieger sein. Eine klare Führung für den Gegner. Dafür kennt man ihn. Aus der Distanz. Da kann er gut schießen. Tja, davor muss man nicht unbedingt zittern als Torhüter. Er versucht, den Ball abzugrätschen. Ein sehr schöner Pass. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Gelbe Karte und eine gefährliche Freistoßsituation.